Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Blue Bring By. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Harry Potter Charaktere wohl aussehen, wenn sie ihr Geschlecht tauschen würden? Nein? Ich auch nicht. Wir werden in dieser Folge trotzdem darüber mal nachdenken. Nützliches, brauchbares, förderlich fruchtbares, fruchtbringendes, geeignetes, praktikables, sachdienlich. Sachdienlich ist gut. Sachdienliches, unnützes Wissen ist auch am Start. Nehmt die Gedanken aber am besten nicht zu ernst. Viel Spaß! Wenn mein Sohn später mal ein Priester wird, nenne ich ihn dann Sohn oder Vater? Es gibt in allen Fast and the Furious Filmen nicht eine Szene, in der getankt wird. Jedes Auto hat auf wundersame Weise immer genug Sprit am Start. Ich fahre ein 100.000 Euro teures Auto, klingt irgendwie cooler als ich bin Busfahrer. Aber nichts gegen Busfahrer, ich bin froh, dass es euch gibt. Kürzlich sind die ersten Bilder von Drakes Tattoos im Internet kursiert. Ja, schön und gut, der Mann hat Tattoos. Aber why the f*** hat der Dude ein Tattoo von dem jungen Harry Potter mit der Eule Hedwig? Ist der so ein großer Fan der Filme? Oder ich versteh's einfach nicht. Gibt es einen Drake-Fan unter euch, der mir das erklären kann? Und da wir gerade bei Harry Potter sind, habt ihr euch auch schon mal gefragt, was wäre, wenn Harry Potter nicht Harry Potter wäre, sondern Harriet Potter? Oder Ron Weasley auf einmal zu Ronda Weasley? Oder Ron Weasley einfach mal zu Ronda Weasley wird? Ellen Marie, auf Instagram unter Dumbledore bekannt, hat sich das gleich gefragt und das hier ist dabei rausgekommen. Schönheiten wie Frederica und Georgina Weasley, Jean Weasley, Leonard Lovegood, Remy Lupin oder Severina Snape, die Haare passen. Oder Alberta Dumbledore. Auch eine ganz hübsche ist Neville Longbottom. Und meine beiden absoluten Lieblinge, Ruby Hagrid und wie auch schon im Titel erwähnt, Hermann Granger. Angeln ist so ziemlich das beste Hobby, wenn du nur rumsitzen und nichts tun, aber nebenbei auch irgendwie was töten möchtest. Die Zahlenfolge 14233221 beschreibt sich selbst. Denk darüber einfach mal nach. Aber Vorsicht, wenn du dir zu viele Gedanken über ein Thema machst, auch bekannt als Overthinking, dann machst du es dabei eigentlich zweimal durch. Denkt auch darüber einfach mal nach. Aber nicht zu viel. Es stört mich wirklich sehr, dass man Schlaftabletten nicht einfach Medikamente genannt hat. Hätte einfach viel besser gepasst. Der Weltrekord für die meisten Liegestütze am Stück liegt bei 10.507. Der Japaner Minoru Yoshida hat 1980 einfach mal über 10.000 Liegestütze am Stück gemacht. Wie kann so etwas einem Menschen überhaupt möglich sein? Und ich frage mich auch, was er danach für einen Muskelkater gehabt haben muss. Damn! Man kennt ihn, der Hexenhut. Aber warum sollen Hexen eigentlich so einen Hut tragen? Denn auf älteren Zeichnungen haben sogenannte Hexen meistens keinen Hut auf. Wie ist dieser spitze Hut eigentlich zu einem Hexensymbol geworden? Und es scheint so, als wäre ich nicht der Einzige gewesen, der sich diese Frage gestellt hat. Fragen wir doch mal Captain Recherche, die wahre, die einzige, die legendäre Cuddy, aka Cold Mirror. Beziehungsweise ihr müsst sie wohl selber fragen. Denn eigentlich sollte jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem 5 Minuten Harry Podcast folgen. Doch leider hat da Funk etwas dagegen. Beziehungsweise sie hätten nichts dagegen, aber ich müsste dann die Einnahmen von diesem Video abgeben. Und wirklich fair ist das in meinen Augen irgendwie nicht. Wenn ihr also wissen wollt, wo der Hexenhut seinen Ursprung findet, dann müsst ihr euch den 5 Minuten Harry Podcast Folge 10 wohl selber angucken. Um es euch ein bisschen einfacher zu machen, zeige ich euch die genaue Zeitspanne, die ich eigentlich einblenden wollte. Echt schade, denn Cuddy ist ein großes Vorbild.
Ich habe diesen Ausschnitt aus dem 5 Minuten Harry Podcast jetzt einfach so benutzt. Ich denke, beziehungsweise ich hoffe, sie wird da nichts dagegen haben. So that was a fucking lie. Falls ihr es noch nicht habt, guckt euch den Podcast auf jeden Fall an. Lohnt sich wirklich. Wenn man sich auf eine Voodoo-Puppe von sich selbst draufsetzt, ja, kann man dann überhaupt wieder aufstehen? Noch nie wirklich geschafft. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und mit diesem Gedanken sind wir dann auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, mach den Like-Button blue. Falls nicht, schreib mir warum. Erreichen kannst du mich praktisch überall. Wenn du aufmerksam suchst, findest du sogar eine Telefonnummer. Aber melde dich lieber bei Discord, Facebook oder Instagram. Da hast du bessere Chancen. Wenn du bist mit der Crew, doch dann, du willst deine Ruhe, dann schaue Still Blue. Falls du deinen eigenen BBB-Gedanken oder auch ein Gedicht im Kopf hast, schreib sie gerne in die Kommentare nieder. Falls du den Kanal unterstützen und dabei noch verdammt fresh aussehen möchtest, schau doch mal auf www.stillblue.de vorbei oder du guckst in die Videobeschreibung, da steht ein PayPal-Link. Ab 5 Euro wirst du am Ende des Videos sowie diese Ehrenmänner und Ehrenfrauen eingeblendet. Hier kommst du jetzt noch zu einer Playlist mit den restlichen 45 BBB-Folgen oder einem anderen Video. Bleib gesund, pass auf dich auf und wir hören uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Rengehau! Wie du vielleicht gemerkt hast, weil du Ehrenmann oder Ehrenfrau bis hierhin geguckt hast, habe ich noch keine Endcard eingeblendet und das Video ist auch noch nicht vorbei. Das hat den einfachen Grund, dass das Video kurz vor 8 Minuten war und ich das Video ganz gerne auf über 8 Minuten bringen würde, damit ich ein bisschen mehr Werbung schalten kann. Wenn du mir die paar Euros gönnst, dann guck dir die Werbung für mich an. Alles auf Blue-Ehrenbasis, versteht sich. Leider hatte ich diesmal keine Outtakes, sonst wäre dieser Part ein bisschen lustiger geworden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich konnte deinen Tag ein wenig verbessern. Sollte das hier wirklich von Cold Mirror, von Cuddy persönlich gesehen werden. Holy shit. Schreib mir noch mal eine E-Mail. Wobei ich echt irgendwie nicht glaube, dass sie das sieht. Wenn irgendwas ist, und das gilt auch jetzt für alle anderen, dann meldet euch bei mir. Ich antworte eigentlich immer. Hier geht's noch zu einem der letzten Videos. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Reingehauen. Hier geht's noch zu einem der letzten Videos. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Diesmal wirklich reingehauen.